So, herzlich willkommen bei Hex im PvE-Anteil. Ich bin hier zum ersten Mal drin und habe mir jetzt mal die ganzen Sachen hier angeguckt. Also es gibt verschiedene Fraktionen, Ardent, menschlich oder überirdisch und Unterwelt wären Zwerge, Shinare, Shinhare, Venen und Nekromanten. Die haben alle unterschiedliche Rassentalente, Klassentalente, Kombo-Talente. Es ist zwischen mehr Lebenspunkte, mehr Verteidigung, Schaden zufügen, Schaden absorbieren, Lebenspunkte absorbieren, wie auch immer. Auf jeden Fall, so in die Richtung geht das dann. Ja, also ein Talentpunkt mehr, Sternchen. Ich habe keine Ahnung, was das hier bedeutet mit dem Sternchen-Zeug. Auch das hier mit diesen Segen, zu Beginn mit Segen, weiß ich ja selber nicht so genau. Ihr seht die Lebenspunkte, die haben und die Handkarten, wie viele Karten die auf Hand haben. Ich habe mich dafür entschieden, den Elfmagier zu nehmen. Grund ist, nicht wenig Lebenspunkte. Ob da jetzt die 6 noch drauf kommen, sieht man hier jetzt leider nicht. Hoffe ich mal, dass er dann 26 hat und hier sieht 7 Handkarten. Ich kann zum Beispiel hier auf einen anderen wechseln. Hier haben dann 14. Weiblich macht da keinen Unterschied, aber man sieht hier 17, 14. Würde ich jetzt den Krieger nehmen, hätte er 25, 31 sogar hinten als 11. Das war dann auch nicht schlecht. Hat mich dann ja doch auch ein bisschen interessiert. Ich war mir nur nicht so ganz sicher. Weil hier steht, erhältst du 2 von 0. Das heißt, ich könnte dann mein Talent hier wieder einsetzen. Wenn ich mein Kampftalent einsetze, dass ich... Ja, welches Kampftalent? Ist das hier das, was ich einsetze? Wenn ich das einsetze, kriege ich 2 zurück oder was? Das weiß ich noch nicht so genau. Deswegen habe ich einfach mal das genommen, was mir am sinnvollsten erscheint. Und zwar ist das hier. Ich kriege 3 bis 5 Sternchen. Mit den Sternchen kann ich eine Karte wegschmeißen und neue ziehen. Kann ich eine Einheit buffen mit 3 Angriff, 3 Verteidigung. Ist richtig fett. Habe 6 Lebenspunkte mehr. Und ich habe einen Random Stardust. Zum Schluss zumindest die Chance darauf. Okay, also heißt Seelenwolf, Champion erstellen, reingucken. Oh, meine Nase, Alter. So. Fortfahren. Level 1 auf jeden Fall. Was ist das? Noch ein Kumpel, der in Satyrast eingetroffen ist. Dieser Ort war gar nicht leicht zu finden. Hat dir jemand Trankopfer gebracht? Geil. Oh, vergib mir meine schlechten Manieren. Ich habe mich noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Emilia? Wie Is und Els. Vom Aschenwald. Ich werde dir einen Becher Traumbeerenwein bringen. Ah, Trauerbeerenwein, Alter. Ich hab's doch heute, ey. Der Name ist vielleicht etwas makaber, aber das Getränk an sich ist angenehm pikant. Über ein Getränk würde ich mich freuen. Hast du Balthasar getroffen? Die Rast hat seine dauerhafte Bleibe. Ach, die Rast ist seine dauerhafte Bleibe. Was? Alter, ich habe so einen Kopf, ey. Ich glaube, ich lese heute nicht mehr. Okay, ich habe hier unten auf jeden Fall 3 Antworten zur Auswahl. Er fragt, wer mich hingebracht hat. Ja, es ist schön. Ich habe kein Ziel. Hat er dich hierher gebracht? Ja. Okay. Ja, wohlhabend ist immer gut. Wir möchten an seine Kohle. Es ist Glück, an diesem glorreichen Tag als einer der wenigen zu überleben. Ja, natürlich. Nun, du wärst nicht der Erste, der sein Vermögen anhand der Fülle seines Geldbeutels definiert. In den Jahrzehnten, in denen ich gegen die Ardor-Allianz gekämpft habe, habe ich viele getroffen, die in den dunkelsten Zeiten immer noch nach finanziellen Reichtum gestrebt haben. Was ist die Ardor-Allianz? Oder ich finde es nicht schlimm, wenn man auf Kosten von Bösewichten reich wird. Allerdings, natürlich, Käseplatte. Nun gut. Was ist das mal an? Also es ist ein Side-Scroller, also es ist nicht so richtig 3D. Ich hätte gedacht, das könnte man hier durchhüppen oder so. Ich bin Seelenwolf.
Es tut mir leid, Seewolf. Ich bin immer so begeistert, wenn ich jemanden Neues kennenlerne. Stören euch meine Fragen oder soll ich lieber aufhören? Hört zu. Ich werde mit euch kämpfen üben. Okay. Unbändige Nerissa. Standard. Rot-Grün. 4 davon. Decke die oberen 2 Karten deines Decks auf. Kostenlos ausspielen. Krass, Alter. Ihr darf die ersten beiden Karten, die er da aufdeckt, aber ausspielen. Kostenlos. Das ist natürlich krass, ey. Ja, ich bin hier eure Rechte. So, das hier ist diese Zauberkraft. Und mein Special, was ist das denn hier? Na gut. Nur, dass mir das alles hier wenig bringt, weil die Dinger alle so hoch sind. Sagerei. Achso, also drücke ich da drauf und kriege dann die Möglichkeit, da unten weiter zu machen. Okay, sehr geil. Oh, okay, damit kriegt sie auf jeden Fall schnell Diamanten, indem sie da einmal angreift. Also hier von den Punkten auf jeden Fall. Ressourcenpool. Nicht Diamanten, Ressourcenpool Auffrischung. Okay. Dann hauen wir mal einen Rubin raus. Und dazu diese Karte. Zu Beginn deines Zuges erhältst du 1 von 0. Also bekomme ich dann wieder einen Ressourcenpunkt dazu. Greif an mit der Karte. Mach immer. Nein, nicht den besseren spielen, Alter. Also die KI ist sehr leicht. Boah, das ist leicht, aber wenn sie stark ist, ist natürlich stark, aber man kann sie durchschauen. Sie greift nur an, wenn sie Damage macht, ansonsten würde sie nie angreifen, um Karten zu entfernen von dir. Sie würde nur angreifen, du siehst ja dann, hey, wieso greift die an, die verliert doch. Und dann weißt du, aha, sie hat eine Magiekarte, die sie ausspielen möchte. Und dann brauchst du dafür gegen eine Kombokarte. Durch diese Karte habe ich jetzt einen Punkt mehr, also 3, 2, und kann jetzt zum Beispiel den munteren Minensänger hier spielen und kann trotzdem wieder einen Punkt aufladen. Bringt mir aber jetzt nicht viel. Doch, das hier bringt mir was. Und zwar habe ich jetzt 3 Zauberkraft bekommen. Hätte auch 5 kriegen können. Hoffentlich kriegen wir in der nächsten Runde 4 und ballern dann hier auf so ein und haben dann eine Megakarte. Wenn diese Karte ausgespielt wird, erschaffe einen Wildnissplitter und nehme ihn auf die Hand. Wir greifen aber nicht an. Doch, hätten wir mit der her. Na doch, er hat vielleicht mit beiden geblockt, damit es weg ist. So, sie kriegt jetzt hier 2 Karten und spielt sie kostenlos aus. Das ist eine gute. Das ist eine gute Fähigkeit hier oben. Man müsste das hier, glaube ich, mal mit Hardcore-Modus spielen. Also rein. Und wenn du stirbst, ist alles, was du gekriegt hast, weg in dem Spiel. Also jetzt so hier in diesem, ne? Und ganz zum Schluss irgendwie so mit Stufe 100 oder so, mit Level 100. Übelst krasser Bossgegner, der dann einzigartige goldene Metallic-Karten droppt. Das wäre richtig nice, ne? Hab heute mal in RuneScape reingeguckt. Das ist ja auch so ein Hardcore-Spiel. Da habe ich auch gemacht,
Wenn ich sterbe, bin ich weg, Charakter weg, Items weg und so. Aber das funktioniert nicht. Oh, das ist immer 1 plus. Okay, das hier ist in jeder Runde, habe ich einen mehr. Sehr nice. 4-3, 5-3, was hat er denn hier? Einmalig. Und die hier? Dann nehme ich hin. Boah, was, wie viele Karten der hat, Alter. Ja, ich werde erstmal ein bisschen aufbauen hier. Ich hoffe mal, dass er mich jetzt hier nicht gleich überrollt mit seinen ganzen Mini-Karten. Ich werde hier gleich noch ein paar raushauen. So, einmal die hier. In der nächsten Runde kann ich dann wieder hier auf die Punkte setzen. Nee, ich will nicht angreifen. Ach, ich bin ja jetzt nicht mein Mensch. Ich muss ein bisschen umdenken hier. Alles das ist schon wieder. Ach, schon wieder so ein Kleriker. Hier schon 3, 4, 4, 5. Kind. Doch, alles dieselben. Wieder 3. Ja, aber das ist Kacke. Wenn dann vergrößern. Nö. Ich kann noch warten. Solange das hier so bleibt und er nichts auf der Hand hat, habe ich ja nichts zu befürchten. Soll er jetzt was machen? Ja, genau. Hol dir noch ein paar Rubine. Ich habe auch noch ein paar Splitterchen. Gucken wir gleich mal in 3 Runden. Hier. Jetzt kommt die Rubinaue. Und zwar hier drauf. Gut. Ne, ich warte noch 2 Runden. Ich habe noch 2 Karten, dann kann ich nochmal drauf. Dann wird einer richtig, richtig fett verbessert. Gute Runde. Okay, komm durch hier. Aber ist wohl dann auch hier. PvE ist dann halt auch gegen irgendwelche Typen hier aus dem Spiel. Wenn sie angreift, erhältst du ja. Tut's aber nicht. Kollege Schnürschuh. So. Splitter mir hier noch ein. Verbesser mir noch ein. 2, 4, 6. Mal richtig stark. 3, 3. Nochmal verschiedene. Ja, das gab 4. Waren die jetzt hier drauf? Ja, und jetzt greifen wir mal an, gucken mal, was wir alles von ihm mitnehmen. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Komme ich auf jeden Fall mit einigen durch. Und Action! Einer? Ein Einer? Nehmen wir beide mit. 3, 2, 2. Ja, das war jetzt aber von ihm aber auch nicht wirklich das Cleverste, oder? Ja, die 6 Dinger da, Alter. Hätte ich es blocken können? Habe ich gar nicht gesehen. Das war jetzt dämlich. Jetzt hat er doch sowieso verloren. Jetzt kann er nicht mal blocken. Außer die. Toll. Super. Hast du gut gemacht, mein Freund. Dankeschön. Was gibt es jetzt hier? Gibt es jetzt eine Belohnung dafür oder so? 100 XP und 50 Gold.
Also das ist mein Levelbaum. Gut, ihr seid ein wahrer Held. Die Rast wird mit dieser Aufführung von Schieren können in heller Aufregung sein. Stehen. Die Rast wird mit dieser Aufführung von Schieren können in heller Aufregung. Wer ist denn die Rast? Vielen Dank, Nerissa. Nun wollen wir unsere Weinkelche füllen. Du hast eine Quest erhalten. Doppelklick auf den Charakter, um mit ihm zu sprechen und um herauszufinden, wobei es bei der Quest geht. Okay. Ich wollte jetzt aber mal hier unten Skillbaum angucken. Ausrüstung, Boni. Handkern. Also vieles da jetzt noch nicht wirklich zu drin. Also hier könnte ich jetzt Quest machen. Zurückkehren. Shop, Auktion aus Inventar, Nachricht, Chat. Ja, und hier komme ich noch gar nicht drauf auf die einzelnen Dinger, Skillbaum und so. Naja, okay. Das war das Questbuch. Einblenden, ausblenden. Ja, super. Das war die erste Runde vom PvE-Teil. Wir werden auf jeden Fall noch weiter reingucken und dranbleiben und mal gucken, ob wir irgendwas für den normalen Teil an Karten rauskriegen oder so Schatztruhen, ob wir da was erreichen können, wie das nachher läuft. Bis dahin, haut rein, Leute, wir sehen uns. Ciao.